Moinsen und hallo Leute, herzlich willkommen bei mir. Ich bin unterwegs im Shadowhawk Scattershot. Mit dieses Mal nur 3 LBX 2, 721 Schuss, fast 80 km/h und mal endlich Jumpjets, um hier auch tatsächlich ein bisschen fliegender Art und Weise zu nerven. Was hier übrigens ziemlich nice ist, was viele, glaube ich, nicht wissen. Er hat halt, man sieht, er hat gar keinen Cockpit-Check beim Fliegen. Wodurch man hier, wenn man dann so schön fliegen kann, tatsächlich auch mindestens ein nicer Sniper ist. Da komme ich wohl nicht hin, ne? Nee, nicht mit dem Scattershot. Nee. Aber das ist halt auch schon ziemlich geil. Ein Sniper. Jump-Sniper, bei dem es nicht schüttelt. Das war noch Zeiten früher. Da könnte man ihn dementsprechend auch tatsächlich aufbauen. Mit einer Gauss, Heavy Gauss oder so. Und dann mit Jumpjets einfach hoch. Irgendwo lang havern. Während man eigentlich diese leicht wackelnden Hitboxen hat, vom Gegner nicht so gut erwischt wird, aber man selber in Ruhe dann im Flug zielen und draufhalten kann und bam. Oh mein Gott, wie geil leuchtest du denn? Das will ich auch. Guck mal, wie du leuchtest. Oh, voll cool. Mag ich. So, hier wieder Konzentration. Ja, ich habe halt nur die 3 LBX 2er dabei. Aber da sie so schnell schießen, sind sie fast so geil wie 6 LBX 2er. Von daher, gut, geil, rasant und tödlich. Und 718 Schuss könnten hier auch relativ am Ende des Matches weg sein. Da hat doch einer zurückgeschossen. Zurückgeschossen wird noch nicht hier. Ist in den Boden gesammelt, aber der zweite hat gesammelt. Bam, bam, bam. Wow. Es sah hübsch aus, wie sie so breit gefächert diesen hohen Bogen geflogen sind. Das hat mich ja so ein bisschen abgelenkt. Beauty. Ja, ne? Team Delta 5, falls ihr die Blitz auf dem Radar nicht gesehen habt. Okay, ich bin nochmal weg. Ich muss noch einkaufen. Juhu. Das glaube ich erst, wenn ich sehe. Oh, Red Smoke. Ja, da könnte mir nichts mit anhaben. Das fühlt sich so gut, geil und geschmeidig an. Mit Jumpjets einfach durch die Gegend havern und es wackelt nichts. Das ist richtig angenehm. Fast wie Urlaub. Was machst du mit dem Katana? Ist ein Vibro-Katana? Ja, wartest du die Clans? Du hast nicht mal Hände, du Idiot. Mann, ey. Dafür Tonnage verschwindet. Der steht aber einfach nur oben, ne? Das ist jetzt nicht hier auf dem Pilz, sondern nur, er ist oben mal auf der. Da, wo man oben stehen kann, halt. Da oben ist er. Ja. Marauder 2. Hier ist es, Scattershot. Bam, 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 sag ich nur. Es ist ja immer, es ist zwar auch geil, aber zugleich auch immer ein bisschen blendend, wenn so neben dem Cockpit das so aufblitzt. Na, wolltest du noch einen Versuch wagen? Komm, give it a try. Sei mit Dubai. Der ist, glaube ich, weiter rechts, ne? Blitzt hier gerade so auf. Immer wenn er sich rauswagt, gibt's aufs Maul. Sind da viele, sagt er? Oh, ich kann doch nicht. Ich bin schnell genug. Schau mal, wird da jetzt eine Rettung. Oh, hier, ein KMDD haben wir schon mal mit. Ja, wir sind unterwegs. Hunter Cameron. Er war kurz leicht paralysiert, sieht, was ihn da erwartet und läuft wieder weg. Da hinten, der LRM aus, und den nervt's ein bisschen. Den nervt. Oh, wie sind wir mal eben hier hoch? Wir haben ja viele Jumpjets, wir können das. Jetzt krieg ich halt mal Damage, stirb oder so. Oh Mann, ich wollte nicht so weit runter. Der Awesome hat leider. Ach, eines Assaults
Gebühren Panzerung verbaut. Oh, da ist ein fucking Assault. Fucking Irby. Aha. Oh nein, ich habe einen Arm verloren. Wie soll ich jetzt nur meine Kekse essen? Ich habe noch einen rechten Arm. Auch ohne Panzerung. Das heißt ja eigentlich ohne Haut, ne? Ist schon ein bisschen eklig, wenn man so drüber nachdenkt. Target destroyed? Ja, nein, vielleicht. Kreuz an. Rifle. Riffelmann. Da ist der Marauder 2C Alpha wieder. Ups, hi. Sorry, ich wollte nicht stören. Ich wollte mich nur für die Möglichkeit, nicht mehr Keks essen zu können, rächen. Stirb! Was haben wir noch? Du da. Oh, der Awesome. Hi. Ja, den nutze ich jetzt jemand anders. Mein CT ist auf. Ich lauf, ich. Oder vielleicht krieg ich den doch. Juhu, hi. Nee, krieg ich doch nicht. Aber das andere Ding hier habt ihr kaputt gemacht. Die Clan-Dorms, die hier irgendwo herkamen. Habt ihr geregelt? Habt ihr gut gemacht. Dafür gibt's ein Lob von mir. Ich werde mir jeden Namen einzeln aufschreiben. Und jeder von euch kriegt einen guten Nudelstern. Bam, 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 bam. Oh, ich will noch nicht, ich will ihn nicht entlassen, den Gargoyle. So hab ich mir jetzt wurscht. Bam, 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 bam. Hey. Oh nein, er lebt doch noch. Ich dachte, er wäre tot, aber er ist nur weggegangen. Weggehen, OP, PJ, please nerf. Jetzt laufen wir doch nicht so in den Weg rein hier. Schade, Evo ist noch ein Gegner. Oh, es macht Damage da. Was geil ist, wenn wir rechte Waffengruppe in Chainfire haben. Oh nein, jetzt konnte ich es nicht mehr zeigen, aber ihr habt es gerade mal kurz gesehen. Rechte Maustaste, also zweite Waffengruppe, alles drin, aber Chainfire. Schnell hintereinander drücken und dann einfach die linke gedrückt halten. Dann nutze jeden Cooldown von der Waffe perfekt aus und macht einfach trotzdem wie so eine Machine Gun. Ja, das Warhorn hat auf jeden Fall gut gearbeitet. Und Odaka ist halt auch einfach meine Passion, muss ich zugeben. LBX, Auto normal, Autokanonen ganz normal, Ultra-Autokanonen, Gauss, Hauptsache ist rums heftig. So, den Bild gibt's auch nochmal kurz im MacLab. Jeder andere, der schon geht. War schön, dass du da was und zugeguckt hast. Bis zum nächsten Mal. Und der Rest, brrr, Trommelwirbel, ab ins MacLab. Mit, ich weiß nicht, oh, ich könnte nochmal ein Supply Cache Opening machen. So ein Video. Das ist dann auch, es dauert ja einfach nur unfassbar lange. Oh Gott, ich wüsste gar nicht, was ich die ganze Zeit dabei erzählen sollte. Oder ich mache das irgendwann in einem Livestream. Wie viel haben wir denn? 121, das ist schon eine Menge. Ist eine Menge, oder? Sagt man so. So, der Bild, nicht so viele Überraschungen. In linken Seitentorso die LBXen rein, weil es passt nirgendwo anders. Munition verteilt auf Kopf, CT, Beine und eine Tonne noch im rechten Torso. Vier Jumpshots insgesamt, das eine zusätzliche Heatsink, weil die Sportshow, gell? Der ein oder andere würde die, wobei, kann man, das ist tatsächlich smarter. Es wird nämlich erst die Seitentorso munten raus verbraucht und im CT kann dann halt nicht weggecrittet werden. Und wenn die hier wegkommt, tatsächlich, weil der Seitentor so flöten geht, also schade, okay, aber wir haben dann trotzdem immer noch 5 Tonnen verfügbar. Das shaven wir direkt mal so. Arme auch hier wieder komplett abgepanzert, weil Arme eh useless. Und bei den Skills, Cooldown, Range jetzt fast aufs Maximum, Heat Generation, die Quirks für Ballistics und also die Skills für Ballistics, also Magazinkapazität und LBX-Streuung, Velocity, also dass die Projektile schneller zum Gegner fliegen, Panzerung, schneller laufen, ein bisschen was für die Hitzeeffizienz und ansonsten das gelöht mit Q-Shots, wobei das hier tatsächlich gar nicht so sehr nötig ist. Da könnte man auch überlegen, auf Advanced Salvos zu gehen, also dass man mehr, 2 Strikes unter UAV mitnimmt. Könnte man überlegen. Muss man nicht? Könnte man. Also es kann natürlich jeder noch nach seiner Fasson anpassen, wie es ihm lieber beliebt, aber ich hab's halt so, weil mir das so lieber beliebt. Und jetzt sage ich auf Wiedersehen, Dankeschön und auf Wiedersehen, schauen Sie bald wieder rein, denn einfach Spaß muss sein mit Dakar, tan, 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 bye, bye.